Freunde, ich komme extra wegen diesem verrückten Typen hier vorbei, der meinen Helm vorstellen möchte. Oh, wie ich das hasse. Ob es dem lieben Venom passt oder nicht, das soll mir egal sein. Hätte ich allerdings gewusst, was das für Konsequenzen sind, hätte ich ein anderes Design gewählt. Venom ist das Design. Unser Thema ist der Rafa 12, ein ziemlich neuer Helm von HJC. Bleibt dabei. Falls ich dem einen oder anderen von euch etwas schlecht gelaunt drüber käme, ich muss ein bisschen blinzeln, weil der Scheinwerfer so grell ist. Das war ein Designelement von der Letty. Also von daher, ich bin wie immer gut gelaunt. Muss aber, Letty, wo bist du? Ah, da. Muss aber, wie gesagt, etwas die Augen zusammenkneifen. Leute, Thema habe ich genannt. RFA 12 soll uns heute beschäftigen. Damit man auch den einen oder anderen Unterschied feststellen kann, habe ich auch mal einen RFA 11 aufgetrieben. Leider nicht in meiner Größe, aber egal. Ihr erfahrt heute einige Besonderheiten, aber ich glaube schon jetzt sagen zu können, dass man dem Helm ansieht, dass es ein Nachfolgermodell ist, denn so die Designelemente, die den Helm eigentlich ausmachen, sind durchaus vergleichbar. Es hat sich dennoch einiges getan an dieser Murmel. Der Elva war ja schon ein extrem erfolgreiches Modell, nicht nur bei HJC, vor allen Dingen auch bei FC Moto. Dann macht es natürlich Sinn, auch ein paar Worte darüber zu verlieren. Um direkt eine Entwarnung zu geben, ihr habt es gesehen, sie sehen ja ähnlich aus, mal unabhängig vom Design. Was vielleicht beim 12er Modell zu sagen ist, ist, dass das befürchtete deutliche Mehrgewicht, das viele Leute diesem Helm prognostiziert haben, ausgefallen ist oder ausgeblieben ist. Wir reden jetzt von ungefähr 100 Gramm, die das 12er Modell im Gegensatz zum 11er schwerer geworden ist, ausgehend von ca. 1350 Gramm in der Größe L. Auch das ist jetzt ein L, wiegt eher 1450 Gramm. Ihr habt immer im Hinterkopf diese Plus-Minus-Toleranz. Was wichtig ist, wenn ich schon das Gewicht anspreche, ist natürlich auch ein paar Worte zu verlieren bezüglich des Schalenmaterials. Alle Helme von HJC, diese Bezeichnung haben RFA, sind immer Verbundstoffhelme, sprich in dem konkreten Fall ist das ein Laminat aus vier Materialien, nämlich überwiegend GFK, Carbonanteil, Aramidanteil und eine Naturfaser, die auch der Elver schon hatte, aber in der Zusammensetzung bedeutet, dass die Schale etwas stabiler geworden ist, um einfach die Norm zu erfüllen. Des Weiteren ist es halt so, dass dadurch, dass der Helm in vier Schalengrößen angeboten wird, es auch so ist, dass, ich halte es mal nebeneinander, vielleicht kann man das noch so ein bisschen sehen, das ist Größe XS, also die kleinste Schale, das ist Größe L, die zweitgrößte Schale, dann seht ihr natürlich einen kleinen Unterschied, aber man sieht diesem Helm dieses Voluminöse eines 06er Helms auf Anhieb nicht an und das ist ja ein Thema in allen vergangenen Folgen, so in, gefühlt im letzten halben Jahr, dass ich immer kritisiere, dass die Helme eigentlich zu schwer geworden sind. Das finde ich mal ausnahmsweise bei dem 12er Modell, dass das nicht der Fall ist. Und wenn ich den Aufbau schon so anspreche, muss ich natürlich hinterher schieben, dass sich diese sieben Größen, die HJC für diesen Helm anbietet, auf dann diese genannten vier Schalengrößen verteilt. Dass der RFA 12 genau wie das 11er Modell ein sehr sportlicher Helm ist, das wird hoffentlich gleich dokumentiert durch mein Fahren, meinen Fahreindruck, denn er sitzt schon sehr, sehr straff und ich habe tatsächlich in der Kollegenschaft jemanden, der den Elver schon 2 Jahre mit ungefähr 8000 Kilometer gefahren ist und der hat sich jetzt im April das 12er Modell bestellt, hat da jetzt knappe 1000 Kilometer mit und der hat mir so ein paar O-Töne zukommen lassen, die ich teilweise bestätige, teilweise nicht bestätigen kann, aber dazu gleich mehr hier im heutigen Video. Auch wenn optisch diese große Verwandtschaft natürlich sichtbar ist, muss ich dennoch sagen, dass sich einige Kriterien gravierend geändert haben. Das fängt mit der Belüftung, dem Design der Belüftung, aber auch der Wirkung der Belüftung an. Das geht weiter, vor allem über die Visiertechnik und natürlich musste die Schale und die Kalotte auch entsprechend dieser neuen Anforderung der 06er Norm angepasst werden. Und weil das irgendwie auch noch zum Aufbau gehört, es ist natürlich so, und das gehört sich auch für einen Sporthelm so, dass ein Doppel-D-Verschluss verbaut wird. Auch da, glaube ich, gibt es keine Diskussionen, dass bei so einem sportlichen Modell, zugegebenermaßen sehr sportlichen Modell, ein Ratschenverschluss eigentlich nicht passen würde. Und damit es gleich beim Probefahren auch nicht vergessen wird, er hat natürlich auch diese Emergency-Strips, damit im Falle eines Falles auch die Polster ruckzuck entnommen werden können, um eine einfache Helmabnahme zu gewährleisten. Die Visiertechnik ist wohl die mit Abstand bemerkenswerteste Geschichte. Da werde ich natürlich explizit auch beim Fahren was zu sagen. Das Visier ist natürlich wesentlich stabiler und ich glaube jetzt schon sagen zu können, dass die wohl wichtigste Änderung ist, dass HJC einen anderen Weg macht als der andere Mitbewerber, nämlich, dass die mittige Visierarretierung, das seht ihr hier, jetzt
zum Rand wandert, kann es sich ja auch leisten, weil das 06er Visier ja viel, viel stabiler konstruiert ist als die alte Ausführung. Das heißt, die Torsionsgefahr bei so einem Visier wird bei einer seitlichen Bedienung im Grunde genommen nicht stattfinden können. Und ich bin natürlich auch schon mitgefahren mit dem Ding. Es ist in der Tat so, dass das richtig gut zur Hand geht. Auch die Verriegelung bzw. der Verriegelungsmechanismus ist wesentlich umgestaltet worden. Ich finde ergonomisch unheimlich praktisch, dass man auch mit behandschuhtem Finger das Visier stressfrei öffnen kann. Und damit wären wir auch schon bei der Brillenverträglichkeit. Ausfädeln oder umgekehrt der Einfädelvorgang ohne Widerstand bei einer sehr massiven Brille. Ich sag nur perfekt. So, direkt auf die Bahn. Das sind die relevanten Geschwindigkeiten. Ich hatte eben mal kurz 170 drauf. Jetzt, was die Belüftung angeht, mit behandschuhtem Finger prima zu bedienen, geöffnet, Mittelstellung geschlossen, Stirnbelüftung unterscheidet nur zwischen komplett geöffnet, komplett geschlossen und da findet tatsächlich eine sehr, sehr spürbare Durchlüftung statt, bei den ja noch relativ zivilen Temperaturen, die wir haben. Die Geräuschkulisse eben bei diesen ca. 170, die war sehr, sehr angenehm, das kenne ich von anderen Helmen ganz anders. Und Bedienung, jetzt gerade was die Schlossverriegelung des Visiers angeht, auch mit diesem Finger hervorragend, Daumentusch und schon ist das Visier auf. Das Visier selber würde auch gar keinen Segeleffekt aufbauen, auch wenn ich jetzt hier von der Bahn abfahre. Jetzt in der Stadt wirkt oder nimmt natürlich die Wirkung etwas ab. Da vielleicht noch zwei Worte zur Stirnbelüftung. Jetzt bei dem 12er Modell habe ich auch nur mit einer großen Taste nach oben, nach unten. Vorher war das rechts, links und sehr filigran designt. Da ist man oftmals nicht zum Pack angekommen. Also Stirnbelüftung auch ergonomisch wesentlich besser als beim Vorgängermodell. Jetzt hier in der städtischen Nutzung, ich mache jetzt mal die Visierstellung gleich, dass ich beim langsamen Fahren auch was von habe. Ihr seht, ganz leicht hat die Brille beschlagen. Und ja, jetzt ist es natürlich alles frei. Gucken wir mal, das ist jetzt die Stellung, ihr seht es, minimale Hinterlüftung, nach wie vor Wind- und Wetterschutz und jetzt schließe ich es gleich komplett, dann findet natürlich keine Lüftung mehr statt und schauen wir mal. Die Rundumsicht im Übrigen ist hervorragend, das ist ja auch ein Kriterium der 06er Helmtests, dass ich zur Seite einen deutlich größeren Blickwinkel realisieren kann als vorher, das funktioniert hervorragend und vielleicht auch noch kurz zur Visierrastung ein paar Worte. Es gibt ja nicht so viele. Die wichtigste Rastung ist ganz unten, kurz vorm Ende. Kann man ein Fazit ziehen? Ich sage ja. Der RFH 12 ist auf jeden Fall der wesentlich bessere RFH 11. Die vermeintlichen Mängel, die das 11er Modell hatte, sind angegriffen worden und auch beseitigt worden. Wer einen Supersporthelm sucht, sollte ihn auf jeden Fall in die nähere Auswahl nehmen. Es lohnt sich. Über das Design lässt sich natürlich streiten. Ich hoffe jetzt nicht, dass ich da nochmal Gegenwind bekomme. Das ist nicht jedermanns Sache, aber es gibt ihn ja auch in jede Menge anderen Designvarianten. Und ob einem dann dieser Mehrpreis für diese Marvel-Geschichte wert ist oder nicht, das entscheidet wie immer ihr. Ja, dafür bin ich jetzt wieder gut genug. Leute, wenn das Video gefallen hat, liked es, lasst gerne ein Abo da. Und wenn der Vogel dahinter auch die Kommentare beantwortet, haben wir alle was davon. Ich sage nur Tschüss und Adios!